Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen GTA 5 Session. Heute mit Maro, Anne, Freezy, Kunda, McFly, Nils. Und jetzt ist meine Liste nicht mehr weit genug. Items fehlt noch. Ja. Habe ich noch einen vergessen? Ja, Maro. Liquid. Maro war der erste. Nein, Maro ist da. Liquid auch noch. Scheiße, meine Liste ist nicht mehr lang genug heute. Oh no. Ein Fall. Wie immer. Fast wie immer. Fast wie immer. Jobber sind dabei. Anne zum Beispiel. Nein! Item! Boah. Dein Ernst? Wer ist dein Ernst? Durchgekommen? Wer ist weggekommen? Items, Alter. Durchgekommen, dort natürlich. War erstmal voll der Street. Du fährst gegen die Rampe und ich falle deswegen runter, weil wir alle auffahren. Und boah. Mich hat einer so halb auf die Rampe geschoben. Das heißt, ich habe mich erstmal überschlagen. Ich muss Items im nächsten Rennen lauter machen. Und, oder Kundran wieder. Items redet heute anders. Hast du eine tiefere Stimme bekommen, oder? Die Stimme hochgekommen, wollte ich auch gerade sagen. Wer, ich? Ja, du redest heute so anders. Ja, das ist, Oder gar nicht. Eine Katze im Hals. Nee, vielleicht lag das am Off-Record, aber trotzdem. Nee, das wird wieder besser. Das wird wieder besser. Das liegt einfach daran, dass ich heute wenig geredet habe. Warum bist du so schlecht in letzter Zeit, Kundran? Oh, sorry, ich hab mich am Anfang überschlagen. Geschritten heute. Ja, das ist deine Home-Map, ich weiß. Das ist richtig. Das ist meine Home-Map. Hier habe ich noch was für die Fans eingebaut. Einen kleinen Dreher. Ja. Absichtlich. Haben die Leute alle gesehen, nur damit Nils aufholen kann. Beim ersten Mal hatte ich auf der Map ein Bluescreen und dann trotzdem. Also Standbild für 30 Sekunden. Boah, wie cool ist das denn gerade gewesen? Okay, Nils. Warum spielst du so langsam? Okay, also wirklich kein Problem. Ich musste Gas rausnehmen. Nein, und McFly dreht mich. Und McFly macht schon ernst. Okay. Und wer ist wieder wegbekommen? Der Straßenboss. Der fährt wieder. Du hast auch Winterketten an den Reifen. Das ist eh noch ganz genau. Er kann Rallye halten. Ne? Wenn es zu den Skill Races kommt, bin ich vorne mit dabei. Die Skill Races? Du hast hier Hindernis hinterlassen. Deine Stoßstange liegt hier. Ich bin darauf gelandet. Ja, aber also hier, wie heißen diese Nägelbänder? Nagelband? Nagelbänder. Nagelbänder. Was heißen die, nicht Krähenfüße? Ja, oder so, Nagelband. Das ist von dem Vogel da. Nee, das und das ist das, was Leute an den Augen haben, ja. Krähenfüße waren das, was man damals gegen Cavalry benutzt hat. Meine Kamera dreht sich nicht mit. Voll verwirrt. War Driften eher R1 oder A? R1. Scheiße. Deswegen hat es nicht geklappt. Bin ich eigentlich Achter gerade? Was passiert hier? Das ist schlecht geworden. Oh. Alle werden ja die Alarmanlage angelassen. Wer ist erst? Wer ist vorne? Maru oder Anne? Anne ist vorne, weil ich gedacht habe, auf R, wenn ich zurückgehe. Aber er war die ganze Zeit vorne. Also ich musste zurückfahren. Ja, also ich könnte echt noch verlieren. Wenn du dich nicht drin. Nee, wenn du keinen Fehler machst. Du bist ja schneller als ich und es kommt noch eine richtig miese Strecke. Wozu eliminiere ich denn eigentlich am Anfang? Ja, aber es sind so viele Kurven. Ja, aber genau deswegen. Ich habe eine scheiß Beschleunigung. Ja, Items hat's mir versaut, das Rennen. Ja. Oh ja. Ja. Voll, nur weil ich herzlos bin, übrigens, gell? Also, ist okay. Nein, weil du unfähig bist. Genau. Oh, ich bin gegen die Rampe gefahren. Das ist Sword in der ersten Folge. Ah, das war nicht gut. Jetzt bin ich ruhig, ja. Ja, da bin ich einfach, ne? On the road. On the road again. Aber das könnte man fast im Fernsehen zeigen, wie gut ich hier fahre. Meinst du? Du wurdest halt auch nicht auf Bahn-TV? Bist halt nicht mit McFly zusammengestoßen. Ja, nee, ich meine die am Anfang, ich meine hier, am Ende. Oh, also shit. Schon pures Können. Also was hier an Kontrolle da ist, das könnte ein Weltrekord sein. No. Oh Gott! Oh, oder eigentlich Max? Oh shit. Dritter! Ja, ist gut drauf. Oh, shit. Danke! Mit fährt A. Wieder jemand. Wie ist er auch, ey? Nein! Ja, also die untere Taste mit dem PlayStation. Also du weißt, ja. Das ist so eine Idee. Oh, Marus erste Fahrkünste. Marus ist das erste Mal dabei, Level 1. Und ja, jetzt ist Julie, der direkte Konkurrent, nicht da, ja? Entschuldigung. Aua! Hey, oh, Marus. Das Problem ist, ich musste vorhin rückwärts fahren, weil ich den Drehspann-Button nicht gefunden habe. Anne, was sagst du eigentlich dazu, dass du mich im letzten Part als Hurensohn und Bastard bezeichnet hast? Ja. Das ist mir nicht aufgefallen, das habe ich aber heute auf YouTube gesehen. Also, was ich dazu sagen möchte,
Ja. I had no sexual relationships with that woman. Okay, lass ich gehen. Hab ich noch bis zum Ende? Du schaffst es vielleicht noch. Das wäre eigentlich jetzt nur noch nach rechts und gerade. Er schafft es. Nein! Ja, aber dann knallt er in die Bande. Hä? Das ist doch noch ewig. Ach, lang, nee, das ich wollte gerade sagen. Nein, jetzt kommt nur noch die 180-Grad-Kurve. Oh, hat er wieder kurz vorm Ziel? Ja, der hat denselben Zaun mitgenommen wie ich im Geiste verbunden. Oh. Ja, aber es gab Leute, die haben sich wirklich schlechter angestellt beim ersten Mal. Ja, also ja, ich zeige jetzt hier nicht mit Finger auf. Es gibt, auch, nee. Es gibt auch Leute, die stellen sich immer noch schlechter an nach sehr vielen Runden. Danke, Max. Ich habe irgendwie eine halbe Minute vorwärts rückwärts fahren musste. Hörst du denn einen Controller? Ja, den MJ der guten Laune. Jay der guten Laune. Ich ja seine eigene gute Laune. Ach ja, hat jetzt einer gesehen, welche Farbe noch über war? Das sieht man doch hier gerade. Gelb funktioniert, theoretisch. Gelb funktioniert, ja, ich sehe ja aber auch achtmal grau. Ja, Fusi kennt die Regel noch nicht. Sachse ist eh schon wieder raus. Sachse hat vergessen, dass er das ist einmal Silber, einmal schwarz, braun so ist. Okay. Ich kann Regel, ja. Sachse. Ja, wir haben alle so eine Farbe, die wir jetzt immer nehmen. Das ist ganz witzig, damit man die Leute erkennt. Das ist nicht grau, das ist hellweiß. Okay, ignoriert das sind zwei raus. Der Sachse, Moment, da sind schon wieder welche raus. Ja. Der Liquid ist drin wieder bei. Nee, aber dann fehlen immer noch zwei. Ich bin bei mir in der Liste alleine. Gebrüllt und jetzt hat man wieder. Wer ist raus? Maru ist drin. Anno, Sachse oder? Ist wahrscheinlich ja, wieder da. Raus. Ich bin ja, kann ich challenge schon wieder. Verhindern, dass mir auf Sand der Hintern weggeht vom Auto? Bremsen, nicht ja, so krass lenken. Gegen, aber es fehlt immer noch einer dann. Oder wird, zählt es nicht so lange? Da, nee, es zählt nicht so lange. Der zählt nicht. Jetzt heißt, wenn eine Sechse da ist, geht's los. Black and Yellow. So, in der Zeit. Das kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Oh, die kennst du ja. Das kennst du auch schon häufig. Die haben wir schon oft mit 100 Mal gespielt, ey. Ist ja einer Dortmund-Fan. Okay, und Maru sucht das Auto aus. Schnell sagen und dann eins. Proto. Der Proto. X80. Ja. Wieso bleibt das denn nicht? Vorzügliche Wahl, würde jetzt jemand auf Warcraft sagen. Setz mal ein bisschen Cash auf. Wer hat immer viel Glück? Ich? Du! Da! Hier. Also, wenn es in Nutzung steht. Hast nehmen. Du mir die 100 gerade gegeben? Ja. Auf mich 1000. Wie scheinst du deine Sache ja ganz sicher zu sein. Ja, bin ich auch. Wenn du so fährst wie gerade, wirst du heute Letzter werden. Nee, du hast Wahnsinn. Ja angenommen, dass es um Glück ginge. Und damit impliziert, dass das du nicht sicher wärst, dass ich überhaupt Glück nötig hätte. Von daher fasse ich das als Kompliment auf. Wie ruft man denn? Mit ich E. Das, achso, ich bin gerade im Überlegen, ob ich dir das mitteilen möchte. Direkt weg. Ich will nicht nehmen, Items in die Kurve. Nein! Oh! Ja, da ist keine weg. Bande mehr! Ich da wollte Need for Speed mäßig in die Bande fahren und genau da ist keine mehr. Das ist einfach runtergefahren, oder was? Ja, das ist straight. Ich, voll. Ja, ich weiß, oh Gott. Hab's gesehen. Ich bin das hier beim braunen Lex Sachs. Hat wünschen. Nee, nee, ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Mit Wasser, ich welche Taste ist Respawn auf PC? E. F. Gedrückt halten. Gedrückt ach, gedrückt halten. Hier, Sachse, wie hauen wir die jetzt alle nach und nach weg? So, geht's. Abpiss, gar nicht. So, Sachse, die rammen wir alle weg, ey. Warte. Es geht. Ja? Ich hau mich erstmal wieder selber weg. Ne, das ist nicht mein Rennen. Ja, perfekt. Das war sehr knapp. Okay, dann ist das erstmal zu Ende. Scheiße, wie schaut man noch auf Controller zurück? Rechte Stick rein. Rechte Stick, genau. Genau, danke. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man das überhaupt noch schaffen kann. Oh shit. Ich bin zweimal oh, runtergefallen. Das heißt, ich habe zwei Resets, alle... Alle runterfallen, ja. Nee, aber kannst du eigentlich auf der Strecke? Die müssen jetzt zweimal passiert sein und habe ich noch nie geschafft. Ich bin jetzt fünfmal runtergefallen zum Kreide, weil die Kamera nicht mehr dreht. Was ist denn heute eigentlich mein Kunde dran los? Der ist schon wieder wie bei der letzten Session. Ja, ich hab's eben einmal heftig verkackt und dann hat mich Anne fast noch gedreht. Ja, das ist aber krass. Ja, aber warum bist du so aggressiv hier? Anne, kannst du nicht arbeiten. Das ist nicht wahr. Gebremst, ich damit ich den nicht weghaue. Ja, also ist fair. Ja, man hat ja auch irgendwelche oh, ja, sorry, du warst auf dem Stopper. Oh! Das konnte man nicht, das konnte man nicht verhindern, weil du so schnell auf dem Stopper warst. Anne, nicht davor sitzen. Jetzt kommt die Aufholjagd. Gut dran, sagt der an mir vorbei. Das ist natürlich, ich habe extra 1000 auf Dalu gesetzt und dann passiert sowas hier. Ja, das war auch jetzt, also der erste Sprung, okay, das hätte man noch schaffen können, der zweite war einfach scheiße. Aber mit der neuen Limitierung ist es sowieso ich möchte dem Sachsen da keine Laden Schuld zuweisen. Aber die Rampe wäre breit genug für uns beide gewesen, wenn du nicht auf meine Seite gezogen wärst und ich versucht hätte, die auszuweichen. Einfach bremsen.
Max ist hier rechts vorbei, weißt du? Oh nein, da vorne ist der Streetblock. Der Roadblock. Du bist nämlich umrundet, dann wird's. Freezy oder was? Nee, man sieht ja das schön an den Farben. Also mittlerweile auf große Distanz erkennt man ja direkt, wer vor einem fährt. Aber wer denn nu? Der Roadblocker weiß das eh schon. Steht doch jetzt schon quer. Oh, da ist jemand rausgehauen. Ja, ich weiß gar nicht, oder was? Gerade vorbeigefahren. Was das war. Oh, hi. Jetzt im Looping, keine Crashes. Nein! Oh mein Gott. Ja, wie lande ich? Ich bin in den Looping reingefahren und irgendwie kam der vor mir nicht raus. War Items vor dir? Hat man ja schon mal. Alleine rausgekommen. Ich war gerade voll solide dafür. Seit wann können Leute einen anrufen? Ring, ring. Ich bin in der Bahn. Ich kann dich anrufen aus meiner Freundesliste. Geh mal ran, frag mal, wer dran ist. Hallo, Mutti, bist du's? Nico, mein Gast. Ganz ja, ich begrüße Sie. Das ist mindestens ein Unterschied von 40 Grad. Oh Gott. Mit den 40 Grad schneiden wir jetzt irgendwas durch. So, wer ist denn auf der 6? Dünch. Oh, neuer Bestzeit von Anne, GZ. Katze. Oh Gott. Zweite Roadblogger. Ey! An der ersten Hürde bin ich schon vorbeigekommen, hat sich selbst eliminiert. Ja, eben. Meine Aufgabe ist es, dich nicht mehr vorbeizulassen. Ja, anscheinend meine Aufgabe wird es schon sein, aufzuhalten, wenn ihr mich umrundet. Kümmer dich lieber mal um die vorne Item. Ja, das geht nicht, das Kunt dran, der ist übel aggressiv, wenn ich den einen. Du bist so weit hinter mir? Ja. Der ist echt abgeholt. Der ist richtig am Kunden, so kennt man ihn. Der würde heute einer Puppe den Kopf abreißen, nur um es zu demonstrieren. Ja, und da, nur um der Federmaus den Kopf abbeißen und ihn dann essen. Genau. Aus Sekunden war. So, aber dann müssen wir... Ja, genau! Ich bin raus. Na, erst hat der Roadblogger schon mal geholt. Ich bin raus. Ach, gibt's ja nicht. Da kannst du aber auch echt nix machen. Das ist ein bisschen russisch Roulette. Oh, da kommt nochmal russisch Roulette! Toll! Ich hatte eine Chance aufzuholen! Ja, und dann passiert mir genau das Ganze. Wo bist du hingeflogen? Ich bin auch in die andere Röhre geflogen. Ich hab mega lang mitgenommen. Was ist denn da los? Sachs hat mich gerade angerufen mitten in der Kurve. Sachs gerufen. Freezy Star Next Level. Saxophone Calling. Zahle ich 10 Dollar dafür. Der Sachs hat dich vor 2 Stunden angerufen, ob du bei GTA dabei bist, wo du jetzt erst durchgestellt. Das war mal ein krasser Stunt. So, wer ist auf der 5? Ich immer noch. Ah, ihr guffelt da mal alle zusammen rum. Ja. Ja, zumindest, ja, den ersten sehe ich irgendwie nicht. Ja, an dem war ich dran, an Nils, aber... Ich sehe hier irgendwie... Du warst 100 Meter hinter mir. Wie wär's mal mit ein bisschen Action da vorne, ihr Langweiler? Ja, wir kommen nicht aneinander ran. Die sind so weit auseinander, die ganzen Leute hier vorne. Ja, ich sehe doch da 4 auf der Karte. Ja, so weit auseinander sind wir nicht, aber... Halt so, dass wir weder Windschatten also bekommen, noch McFly sonst und ich könnten jetzt einen krassen Unfall bauen. Nee, ja, nee. War, glaub ich, ein bisschen... Ich glaube, ich und der Dritte könnten jetzt, wenn wir Pech haben. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich bin auf jeden Fall an dich dran. Ich bin ja gerade zwei Autos durchgesprungen. Zwei raus? LOL! LOL, Kundran hat voll abgekürzt! Der hat einfach den Looping ausgelassen, ne? Der Freezy hat mich in der Luft erwischt. Ich hab dann irgendwie zig Schrauben gemacht. Und ja, aber Freezy ist nicht raus, oder? Nee. Das Problem ist einfach, dass ich dadurch mega langsam geworden bin. Ich hab zwar abgekürzt ohne Ende, aber... Und da liegen noch Teile auf der Straße. Oh, ich hab grad fast aus dem Looping geholt. Ganz knapp. Ja, Kundran hat im Endeffekt einfach den Looping ausgelassen. Ja, aber wie gesagt, dadurch, dass ich halt so stark abgebremst worden bin. Das gibt es doch nicht. Ey. Ja, okay. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich meinen Rang verloren hab hier. Wie dein Rang? Ja, ich war mal 5. Jetzt bin ich 7. Moralischen Zusammenbruch. Moralischen Zusammenbruch? Möchtest du auf den Arm? Das ist Dalu! LOL! Komm her! Das gibt hier keine Points. Ich bin 6. Kundran wäre vor mir gewesen. Nein! War eine blöde Strecke für mich. Die erste. Sehen die jetzt auch nicht mal. Er fährt wieder mit persönlicher Bestzeit. Hey! Also Routinier. Kennt er sich aus. Hat sonst keiner geschafft.
Hey, doch, da wurden drei Bestzeiten angezeigt. McFlyer der eine. Hier beide Runden? Oh nein, ich baue jetzt aber einen T-Bone-Unfall. Nee, nee, wow, das war knapp. Wer war das denn? Das war ich. Oh nein. Das hat das Rennen nochmal drehen können. Krass. Das war sehr knapp. Aber ich werde garantiert. Oh nein, ich. Oh, shit. Ich hab grad Volltrumpf dagegen gelegt. Wow. Muss doch mehr oder weniger fast machen. Ja. Wo ist denn der Turbo, ey? Der Turbo! Doch, ich hab jemanden überholt. Wie ist das passiert? Ich bin sozial. Ah, ich bin jetzt auch runtergefallen. Hab wieder. Da fahren sie schon. Ich hab Angst! Items können aber auch nicht mehr rein. Aber was hast du denn Angst? Ja, ich bin dir gerade hinterhergekommen und in dem Moment einfach von der Rampe gefahren. Dann hast du Angst vor deinen eigenen Fahrkünsten also? Nein, ich hatte Angst, dass hier wieder jemand in der Röhre drin ist, während ich auch drin bin und mich wegrammt. Aber das ist, die sind mittlerweile liegen. In der Röhre kann man sich ja auch vollkommen unabsichtlich rammen, weil die sind Kreuzung. Ja, das war ja gerade eben der Fall. Das hat ein Item sich ja hinbekommen. Ja, natürlich, das hat mir nichts gebracht. Ja, das hat mir ja nichts gebracht, das ändert ihn. Ich bin ja nicht dran, uns weh zu tun. Machst du ja nur wegen den Schmerzen. Gott, ist noch eine Runde. Yeah. Was? Nee, warte mal, das ist ein reicher Ziel hier. Das ist echt auch faul für dieses Ziel, aber das ist ein Ordnung. Das wird ein bisschen krass. Okay, McFly, die letzte Chance, die du hast, ist, wenn du mich jetzt im Loop abfängst. Nee, ich bin zu weit hinten. Okay, also die Geschwindigkeit, die der Mensch hinter mir gerade an den Tag gelegt hat, ist krass. So langsam habe ich das letzte Mal jemanden fahren gesehen, als er das erste Auto im Spiel benutzt hat. Hier ist sehr knapp mit dem Looping da. Freeze, wo bist du? Na, da, hallo. Hat sich dein Geld doch gelohnt. Moment, da ist doch einer! Ja, Freeze ist irgendwie weg. Oh Gott. Sorry. Das war mit Absicht, Junge. Das war so was. Was? Ja! Yeah, da hat er ihn! Wow, Takedown! Ich hab ihn auch im Looping, hab ich ihn absichtlich gerammt und auf den Boden geschmissen, ey. Und ich fahr weiter ganz locker. Ja. Eiskalt. Beiden Platz wackeln wir rein. Mal reingeholt, easy. Und für die Zuschauer was, jetzt hier. Mit Absicht jetzt Liquid. Ah, ah, ist ja gar nicht Drift, es ist ja eins. Es sah aus wie Absicht. Ich wusste schon vor der Kurve, dass du mich gleich versuchst abzudrängen. Oh, ich könnte wollte die Kurve ein bisschen später nehmen. Also ich vielleicht bin auch. Einfach gerade ausgefallen und du bist halt links abgebogen in die Kurve schon. Ich könnte es noch in die Kurve. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe. Breezy hat es geschafft, unglaublich. Los! 10 Sekunden, ich krieg das hin! Wow! Oh mein Gott. Das nicht mehr. You finished. You finished. Hat McFly gewonnen? Nee. Quatsch, du hast doch Geld bekommen. Nils müsste so. Ja, richtig. 15 Sekunden. Ey, wurde ich im Level gesetzt? In so einer, ich bin schon Level 85. In so einer Glückstrecke, da gewinnt der Nils. Da, wo man beste Runde. Ja. Aber ich völlig freie Fahrt. Einen glücklichen Zufall mit McFly gehabt. Ich bin genau da, wo ich mir schon so, Leute, wenn euch diese kleine Session gefallen hat, lasst ein Like da, schaut aber nächstes Mal wieder rein und schaut mal an uns vorbei. Macht's gut, bis dahin und tschüss. 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 Ciao. Tschüss.